Ich bin jetzt ehrlich, wenn du im Alter von 25 bis 30 Jahren bist und du hast noch nie eine Freundin oder noch nie Sex, dann war es das leider für dich. Nein, natürlich nicht. Willkommen hier beim Video. Schön, dass du wieder da bist. Darum soll es heute gehen. Was kann man tun, wenn man mit, sagen wir mal, 25 bis 30 Jahren noch keine Freundin hatte, noch keinen Sex hatte? Ich glaube, viele Männer machen sich da auch früher Gedanken drum, wenn sie vielleicht Anfang 20 sind und noch keinen Sex hatten. Und das will ich heute klären, weil das eine häufige Frage ist und weil ich oft mit Leuten in meinen Coachings zusammenarbeite, die so in diesen Bereich reinfallen. Also, man glaubt ja, das wäre so ein super schlimmes Ding und das Ende aller Tage, aber das allererste, was ich dir sagen kann, beruhig dich erstmal, sei entspannt. Ja, erstmal ist das ungefähr so, als wärst du extrem übergewichtig. Ja, es gibt einen Zustand, den du verändern willst, nämlich ich möchte eine Freundin, ich möchte nicht mehr Jungfrau sein, sowie ich möchte nicht mehr übergewichtig sein. Und wenn du jetzt anfängst rumzustressen oder dich selbst zu hassen, weil du noch Jungfrau bist oder weil du keine Freundin hast, was bin ich für ein ekliger Typ, ich kann gar nichts, ich hab's überhaupt nicht drauf, die Frauen finden mich einfach alle nicht attraktiv. Wenn du anfängst, solche Sachen zu machen, dann zerstörst du hier deinen wunderschönen Verstand hier oben und sorgst einfach dafür, dass deine Gedanken dich immer weiter runterziehen. Und natürlich bekommst du dann keine Freundin, denn wer würde schon mit einer negativen Person zusammen sein wollen? Richtig, niemand. Also, deswegen entspann dich erstmal. Genauso wie eine dicke Person, die nicht sagen sollte, ich bin dick, ich will sofort dünn werden, ich halte es nicht mehr aus, jetzt mache ich die nächste Crash-Diät und die nächste Crash-Diät. Und alles, was passiert ist, dass er nur noch weiter zunimmt und auf seinem Weg zu seinem Ziel auf keinen Fall weiter vorankommt. Ne? Also, das Ganze dauert dann halt auch ein bisschen. Das kann auch ein bisschen dauern und das ist auch in Ordnung. Mach dir da keinen Stress. Vor allem, mach den Frauen keinen Stress. Wenn du regelmäßig Frauen triffst und du bist dann gleich so, oh ja, Beziehung, was denkst du denn? Und du willst sie nach ein, zwei Treffen in eine Beziehung reinpressen, weil du unbedingt diese Beziehung willst, kannst du davon ausgehen, dass du sie nicht bekommst. Gleiches gilt übrigens für den Sex. Um eine Frau zu verführen, das muss man entspannt machen, das muss man geschickt machen, das muss passieren, das läuft ganz entspannt ab und nicht so von wegen, jetzt will ich unbedingt Sex. Wenn die Frau merkt, du willst unbedingt Sex und sie kennt dich noch nicht wirklich, dann denkt sie sich, okay, er will nur Sex von mir, er wertschätzt mich nicht und dann ist sie in den meisten Fällen raus, außer sie findet dich hammer attraktiv, aber wir gehen jetzt mal nicht von irgendeinem Zufallsfall aus. Deswegen das erster Punkt, entspannt. Entspann dich. Alles gut, du bist vielleicht noch Jungfrau, du bist vielleicht noch, hattest noch keine Beziehung. Mach dir jetzt keinen Stress. Ja? Ist ja cool, dass du jetzt auf dieses Video gestoßen bist, denn dann kannst du dich ja jetzt dazu verpflichten, anzufangen, daran zu arbeiten, auf diesem Weg voranzukommen, wenn du das möchtest. Ne? Also ich kenne auch Leute, die haben dann erst Sex, wenn sie in der Ehe sind, weil sie weil sie katholisch oder evangelisch sind, ist ja auch in Ordnung. Oder die sagen, hey, das ganze Thema interessiert mich überhaupt nicht. Auch in Ordnung, du kannst durch dein Leben so leben, wie du willst. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt eine Freundin, ich möchte jetzt Sex, dann ist der erste Schritt, entspann dich. Der zweite Schritt ist, entscheide dich jetzt dafür, hier in diesem Video, dass du etwas tun willst auf dem Weg dahin. So, und der dritte Schritt ist dann, dass du natürlich anfangen musst, Frauen kennenzulernen. Und wenn du das noch nicht tust, solltest du damit anfangen, nämlich Frauen im Alltag kennenzulernen. Das ist die beste Methode, Frauen kennenzulernen im Alltag, auf der Straße. Gibt noch andere gute Methoden, wie zum Beispiel in einem großen Freundeskreis, den müsste man sich aber auch erstmal aufbauen. Nebenbei kannst du auch ein bisschen Online-Dating machen, aber fang erstmal an, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wenn du nicht genau weißt, wie du Frauen im Alltag ansprechen sollst, hier auf dem Channel gibt es ganz viele Videos dazu und im ersten Link in der Beschreibung kannst du dich auch für ein Coaching bei mir bewerben. Dort bringe ich dir das Ganze bei. So, also du fängst an, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, schau dir Videos dazu an, krieg ein Gefühl dafür, was passiert da, geh raus, sprich Frauen an, lern mal die ersten Frauen kennen. Und sei auch damit cool, dass es einfach nicht super schnell gehen wird. Und du hast halt noch keine Erfahrung und die machst du halt erst noch. Du nimmst dir auch nicht eine Gitarre in die Hand und gehst dann davon aus, oh, das erste Mal eine Gitarre in der Hand, jetzt werde ich super geil spielen. Natürlich nicht. Du musst erstmal Erfahrung sammeln und das Ganze dauert ein bisschen. Deswegen hab Geduld, stress dich da nicht unnötig. Wenn du zum Beispiel noch keinen Sex hattest und so in dieser 25 bis 30 Altersrange bist, dann kann es ganz gut sein, wenn du vielleicht einfach mal zu einer Prostituierten gehst, um diesen Druck wegzubekommen, um so dieses Mysterium wegzubekommen, so, oh, Sex, das große Ding, dann bin ich endlich keine Jungfrau mehr. Also wenn es dich mental so richtig stört, wenn es dich mental komplett blockiert, dann ist das eine Überlegung wert. Ein Freund von mir ist letztens auch zu einer Prostituierten gegangen, um dort seine Jungfräulichkeit zu verlieren und hat auch sehr positiv von dieser Erfahrung berichtet. Natürlich sollte das nicht dein Dauerding werden, also immer zu einer Prostituierten zu gehen, das ist einfach langweilig und da hast du auch nicht mehr als den Sex und der ist auch noch bezahlt und Sex mit einer Prostituierten, den du bezahlst, gegen Sex mit einer Frau, die wirklich mit dir schlafen möchte, das sind zwei Welten. Ja, das sind zwei unterschiedliche Welten, deswegen geh gar nicht erst diesen Weg und es kostet dich auch noch Geld, das kommt natürlich auch noch hinzu. Deswegen, das kann eine Möglichkeit sein, wenn du jetzt noch nie Sex hattest und da echt unentspannt bist und merkst, das blockiert dich immer wieder, das mal aufzulösen. Aber dann geht es für dich darum, Frauen kennenzulernen.
Thema Frauen auf der Straße anzusprechen. Und wenn du dann Frauen datest, mach bitte nicht den Fehler, das habe ich vorhin schon mal gesagt, mach nicht den Fehler und dräng sie in eine Ecke und sei so, Beziehung, was denkst du denn? Sondern nutze den Vorgang, den ich dir auch schon im Video am Anfang der Woche erklärt habe, nämlich triff die Frau über mehrere Dates, fokussiere dich darauf, mit der Frau Spaß zu haben, coole Themen mit den Frauen zu bequatschen, Spaß, coole Themen, tiefe Themen, aber lass dieses ganze Beziehungsthema außen vor. Das Beziehungsthema lässt du die Frau einbauen. Die Frau wird schon sagen, wenn sie bereit ist, wenn sie das Ganze ansprechen will, dann wird sie es ansprechen, dann wird sie über das Thema Beziehung reden. Du musst das von dir aus gar nicht machen. Und das ist halt das, was viele Männer immer machen. Der andere Fehler, auf den ich dich hier hinweisen möchte, wenn du dann anfängst, Frauen kennenzulernen, mach es nicht so, dass, oh, jetzt habe ich eine Frau kennengelernt und wir haben jetzt ein Date. Und mach es nicht so, dass du denkst, oh mein Gott, das ist jetzt meine Traumfrau. Nur weil das die allererste Frau ist, die du angesprochen hast. Ja, ganz entspannt. Du sprichst ja noch weiter Frauen an, du wirst noch viele Frauen kennenlernen in deinem Leben. Mach entspannt. Frauen stehen überhaupt nicht darauf, wenn du sofort so rumklammerst, weil dann merken sie, hey, dieser Mann hat nicht viel Auswahl mit Frauen, dieser Mann hat offensichtlich nicht viele Frauen in seinem Leben und das ist eine unattraktive Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft, auf die Frauen generell einfach keinen Bock haben. Deswegen, wenn du deine Frau triffst, sei entspannt, geh erstmal davon aus, dass ihr euch vielleicht nicht über einen längeren Zeitraum wiedersehen werdet und genieß einfach erstmal die Zeit und mach erstmal die Erfahrung, mal ein Date mit der Frau zu haben. Na, und so kommst du dann Schritt für Schritt näher an die Beziehung ran. Aber das Wichtigste ist, dass du entspannt rangehst, denn wenn du verkrampft rangehst, dann wird es nicht funktionieren. Dann wirst du zu schnell vorgehen, dann wirst du zu anhänglich vorgehen, dann wirst du jede Frau verlieren, die du kennenlernst. Und das wäre schade, denn die Möglichkeiten sind halt groß da draußen. Du kannst im Alltag auf der Straße viele Frauen kennenlernen. Du kannst innerhalb von einem Tag 5, 10, 20 Frauen kennenlernen, dir 3, 4, 5, 10 Nummern holen und daraus 5, 6 Dates machen, wenn du das willst. Ja, du kannst, wenn es gut läuft, das kann halt wirklich so funktionieren. Und du kannst heute damit beginnen, dich damit auseinanderzusetzen. Du kannst heute rausgehen, kannst Frauen ansprechen, kannst heute hier auf dem Channel zum Beispiel noch mehr Videos schauen und dich noch mehr über das Thema informieren. Aber das ist der Weg, den ich dir empfehlen würde. Erstens, entspann dich, sei nicht irgendwie sauer auf dich selbst, sei in Ordnung damit, dass du es noch bist. Zweiter Schritt, entweder du lässt dich entjungfern von einer Prostituierten, wenn es dieser Sexthema ist und es dir wirklich auf den Sack geht. Und dann dritter Schritt, lern Frauen kennen, Frauen ansprechen im Alltag, Frauen kennen im Alltag und dann kommt der Erfolg mit Frauen, dann kriegst du deine erste Beziehung. Aber mach entspannt, das ist das Allerwichtigste, wenn du das falsch machst, wird es niemals dazu kommen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es bis jetzt nie dazu gekommen ist. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, bam, in die Kommentare rein. Schön, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir, wie gesagt, Coaching-Bewerbung, wenn ich dir genau das beibringen soll, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten soll, unter mir einmal draufklicken, Coaching, Bewerbung. Unten rechts in der Ecke geht es zum Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.